Ja, okay, du darfst nicht mehr, das stimmt. That's right. Deine Socken, Cowboy. Okay, da hinten ist jemand. Aber ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz auf Toilette vorher. Mach euch Musik an. Entschuldigung. Kurz Musik an und dann gehe ich ganz kurz auf Toilette. So. Guck mal. Kann schon mal aufbauen. Howdy. Einen wunderschönen. Oh, du hast andere Klamotten an. Ja, wir waren gestern noch in Strawberry. Ich habe mich nur eingekleidet. Oh, sieht schick aus. Ja, danke schön. Bitte. Ist sonst keiner wach? Aktuell nicht, nein. Ich habe gerade ein paar Ranch-Aufgaben noch erledigt und ja, jetzt warte ich hier eben. Okay, ich baue mal auf. Okay. Okay. Man wird einfach ausgegangen. Warum ist er so riesig? Ich glaube, er ist noch nicht mal einer der größten Charaktere. Da gibt es immer noch Russo. Hallo, Black Dizzle.
dass Redem eben die ganze Zeit ausgegangen ist, hatte ich auch zu der Zeit, als es noch nicht ging. Also ich hoffe nicht, dass jetzt das damit zusammenhängt. Ansonsten soll es wohl heute nicht sein, aber mal gucken. Okay, ist bei ihm aber auch ausgegangen. Sonne. Oder so. Okay, das können wir jetzt erstmal drin lassen. Wir haben einfach alles. Okay, dann müssen wir nachher auch alles nochmal rausbringen. Also hat schon mal geschrieben, ich bin einfach nur dankbar, dass die EC und OC kombiniert hier rund um die Validität wieder leben zu dürfen. Das freut mich sehr, auch wenn ich immer da sehr, sehr... Nein.
Was bei mir immer sehr schwierig ist, weil ich versuche, mich OC so weit wie irgendwie geht rauszuhalten und nicht so viel Kontakt zu haben, weil ich einfach das schon so oft im RP mitbekommen habe, dass es nicht gut ausgeht. Aber für so eine kleine Spielchen mal zwischendurch ist das voll okay, dann kann man das mal machen. Ansonsten habe ich relativ wenig OC. Und das ist auch ganz gut. Ich finde, das macht oftmals vieles kaputt. Und ich will halt meinen Charakter spielen. So, ich will halt RP spielen. Ich weiß eben auch von Fällen, wo das eben sehr viel kaputt macht und wo Leute einfach ihre Charaktere löschen müssen, dann, weil da halt so viel OC-Hass mit drin ist und das muss ich halt nicht haben. Aber es ist sehr schön, dass du dich auch IC sehr wohl fühlst. Melvin, hallo Coffee. Coffee, wie geht's dir heute? Ich verfolge dich. Wie? Du verfolgst mich? Die Jacke ist schön. Ja, danke schön. Ich dachte, ich lasse mir da mal ein paar neue Kleider machen von der Schneiderin. Ja, die ist wirklich schön. Ah. Ja. Wo sind denn alle? Weiß nicht, ich habe Marsha an einer Turbel geschickt. Ich könnte nochmal Mr. Cassidy vielleicht eine schicken. Wie wollte ich gerade sagen? Miss Bennett hat auch gar keine Taube einstecken. Ja, ich weiß. Aber ich dachte, vielleicht ist sie ja irgendwo. Aber ich schreibe mal Cassidy sonst ein. Ja. Ich schaue nochmal ins Ranchbuch. Ach nö. Also Tom, ich kann dir schon mal sagen, der Red am Server läuft noch immer nicht wirklich besser. Wir haben ja jetzt auch eine Stunde quasi draußen Zeit verbracht, weil es abgestürzt ist. Also erhol dich lieber noch. Ich hab 1,5 Stunden Wartezeit. Ja. Das ist richtig scheiße. Dann zock doch ein bisschen hier Story oder so. Weißt du, einfach nur für dich, dann musst du dich nicht so anstrengen. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit. Also sollte das jetzt nachher irgendwie nicht gehen, nicht mehr oder so, dann würde ich ja auch nochmal umschwenken auf Story. Okay. Das war nur du kannst natürlich machen, was du willst, du bist erwachsen, aber war nur ein lieb gemeinter Rat. Ich glaube, dass das hier heute noch öfter zu Abstürzen kommen wird. Ey, Wally, hallo. Wie geht's dir? Vielen Dank für deinen Resub am 13. Bin dich zu lesen mal wieder. Alles klar. Wir meinen, sind die Sachen jetzt noch aufgebaut, weil der Server nicht ganz down gegangen ist. Schon mal gut. Muss mal Cassidy nochmal die Taube. Guck mal, ich glaube, die kann. Wie immer, ich hoffe, es geht ja auch wieder gut. Ja, danke, mir geht's auch. Ja, ich weiß. Mehr weiß ich nicht, aber kannst du mir vorstellen. Also alles gut, das war jetzt auch keine, hey, stell dich an die Wand, aber ich habe mich einfach gefreut, dich mal wieder zu lesen.
Wasser abkochen, fällt mir gerade ein. Ob Goldglanz schon fertig ist? Howdy, Frieda. Howdy. Hast du Lust, ein paar Wölfe zu jagen? Ja, ich muss gerade erst Wasser machen und auf einen Mann warten, der sein Pferd abholt. Ja, weil hier vorne sind gerade wieder die Wölfe. Nee, hallo, Tom. Hey, Tom. Oh. Dann versuch sie mal zu erschießen. Ich soll sie erschießen? Ja. Nee, das macht Tom. Der kann das. Wo sind denn deine Mauer und dein Bar schon wieder hin? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Hab sie noch nicht gesehen heute. Aber ich hab Cassidy und mal eine Taube geschickt. Gestern sagten die irgendwas von der Insel. Beziehungsweise dein Vater. Wir sind nicht alleine auf die Insel, oder? Weiß ich nicht. Er wollte mich mitnehmen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo die ist. Wo ist die Insel? Wo ist die Insel? Ich weiß nicht, von wo aus man da hinkommt. Vielleicht doch. Doch. Das müsste doch die Insel gegenüber von Saint-Denis sein, oder? Was denn? Was denn? Die Insel. Kennst du die? Die mexikanische Insel. Ja, ist das nicht die gegenüber von Saint-Denis? Nee, das ist die Gefängnisinsel. Na, wie kommen wir denn da hin? Mit dem Boot. Ja, da müssen wir doch mal hin. Aber die sind doch nicht ohne mich dahin. Ja, wer weiß. Warum sind die dahin oder was? Ich habe nur gestern gehört, dass die dahin wollen. Und jetzt ist ja gar keiner hier. Also werden die ja wohl da sein, oder? Was nicht. Sonst fahren wir da gleich alleine hin. Mal eine Brieftaube schicken. Hab ich schon. An Cassidy und an Ma. Aber Ma hat ja Jotam nicht dabei. Cassidy hat, dass er sie liest. Oh, weiß ich nicht. Wir könnten dann auch mehr sein. Miss Cooper. Vielleicht. Ja. Miss Cooper will doch da schon die ganze Zeit hin. Ja, gestern Abend in Strawberry hatten wir eben noch darüber gesprochen. Richtig, hatten wir. Deswegen sage ich es ja. Also, dann schick mal weit nach Miss Cooper rüber.
Und mein Stand war, wir gehen erst zur Ackermann Ranch und danach auf die Insel. Wenn die alleine gegangen sind und ein paar Ast dabei, bin ich richtig böse auf ihn. Da wäre ich aber auch böse. Ja, wenn er dir versprochen hat, mit dir da hinzugehen, dann wäre ich auf jeden Fall böse. Oh, nein. Nein, Taube, bleib hier. Nein, warte, ich brauch dich doch noch. Ansonsten reiten wir da gleich alleine hin und fahren rüber. Das ist schöne Schüchen an. Ah, ich dachte auch, das sind Schuhe. Ma hat mir das rausgelegt, aber das sind gar keine Schuhe. Das sind Socken und die sind unpraktisch, weil sie immer nass werden. Du läufst sie mit Socken rum. Ja. Naja, warum nicht? Sieht die da nicht aus? Weil Ma sie gestrickt hat und ich sie nicht enttäuschen. Ja, dann soll Ma die anziehen, wenn sie dir keine Schuhe gibt. Nein. Dann machst du die Socken kaputt, wenn du durch den Dreck läufst. Ich mach das so, dass sie unten drunter dann Löcher haben, dann laufe ich wie barfuß und oben drunter, oben drüber sieht man die Socken, dann fällt es mal nicht auf. Aha. Clever. Du solltest aber nie die Füße hochtun. Ah, ah. Miss Cooper. Okay. Los, flieg. Ja, aber kostet das was, darüber zu fahren, oder wie ist das? Weiß nicht. Ja, wenn das das ist, wo Mr. Banks und Mr. Bennett waren, habe ich was gehört von $25, wenn das so richtig ist. Das ist ja nicht viel. Das geht ja noch. Ja, pro Person. Aber paar Worte mir das Ding. Ich will jetzt nicht alleine rüber ohne ihn. Aber wenn er da ist und wir fahren da rüber und er ist dann schon da, dann... Und wenn er nicht da ist, dann habe ich die Insel schon gesehen ohne Paar. Ja, und wenn er ohne dich da ist, was... Dann wird er das nächste Mal mit Frieda dahin reisen, wenn er jetzt eh schon da ist. Das wäre trotzdem total gemein. Wenn er wusste, dass Frieda da gerne hin will, war das echt gemein. Lass uns mal die Tiere rausbringen, bevor wir hier Wurzeln schlagen. Wir haben eine Menge Tiere hier. Ja. Yeah. Welche Wurzeln sollen wir schlagen? Ah, weiß nicht. Ma sagt das immer. Weiß nicht genau, warum sie das macht. Vielleicht wachsen die Blumen dann besser. Ja, das kann sein, weil wenn die Wurzeln weg sind, dann stören die auch keine Pflanze mehr beim Wachsen. Den habe ich ja jetzt erst verstanden. Was ist denn da los? Ich habe mir das Schweinchen geholt. Wir haben alles. Oh. Los, lauf! Lauf, ihr Kleinen! Was kriegt ihr? Ein Apfel, ein Arsch und eine Stange im Mund. War und dann kommt ihr übers Feuer. Das war aber auch andersrum. War das andersrum? Das war andersrum. Lauf, lauf, lauf schon! Du bist aber wieder eilig, oder, Frieda? Oh, ich hab eine Taube bekommen. Mist, kann ich die jetzt lesen? Das ist ein American? Nee, das ist ein Kettler. Ja. Los, weiter, Schweine, ich hab eine Taube bekommen. Gelesen.
Was glaubt ihr, kleinen Dinger? Der letzte kommt übers Feuer. Ah, geht doch. Sag das denen nicht. Die armen Kleinen. Ja, aber dann rennen die vielleicht schneller. Aber dann kommen die nie wieder zurück. Ach so. Los! Anders auch. Ich weiß nur nicht, was es heißt. Such dir einfach mal aus, was passt. Ja. Wahrscheinlich grunzen sie, weil sie keine Lust haben. Und die kleine Frieda läuft barfuß durch den Flieder. Na, 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 na. Und alle Mann zurück. Los, 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 los. Mrs. Banks noch mal einen Songvorschlag machen. Aha. Du auch. Hey, nicht ausboxen. Falsche Richtung. Ja, darum ist zurück. Komm ja nach weg, kümmere dich um das. Danke. Das war knapp. Oh nein, 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 nein. Lauf, 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 weiter. Nicht ins Zelt. Oh, ihr doofen Schweine. Los, weg da. Raus. Da kommt weiter. Weiter, weiter, weiter. Lauf schon. Alle wieder zusammen. Los, los, los. Ihr seid ja jetzt schon anstrengend. Wie wird das jetzt, wenn ich euch nach Strawberry bringen muss? Na, das kennen wir doch schon, wie das endet. Ja. Du bist das Dickste von allen. Ah. Okay, warte, ich lese kurz den Brief. Wieso werde ich hier von einem blöden... Reattackieren. Hallo, da so ein Cowboy. Wir sind auf dem Weg zur Ranch. Die Taupe ist schneller als wir. Haben paar dabei. Sie kommen zurück. Okay, ich gehe die nächsten Tiere holen. Ah, der hat gesagt, wir müssen warten. Ja. Wir müssen noch warten. Du hast doch auch gerade diese Krähe gesehen, ne? Ja. Ich habe mich die ganze Zeit allergiert, warum auch immer. Vielleicht war sie böse auf dich. Warum? Weiß nicht. Bin auch immer nett. Hm. Naja, fast immer. Flöckchen, die Bennets sind... Aber jetzt hat sie nicht geschrieben, wo die waren, ja. Nur, dass die wieder zurückkommen. Ja. Die Bennets sind die Eltern von Frieda. Also Mr. und Mrs. Bennet. Das sind Friedas Eltern. Frieda, du musst mir was erzählen. Was? Warum benimmt sich mein Pferd manchmal wie ein Hund? Wieso? Inwiefern?
Naja, der benimmt sich manchmal wie ein Hund. Wenn du einen Stock wirst, dann geht er den holen. Ja, so ungefähr. Das weiß ich nicht. Manchmal denke ich, mein Pferd denkt, es ist ein Hund. Ah. Ja, wenn du ihn merken würdest, würde er wenigstens denken, er wäre eine Kuh. Ich will den aber nicht melken, weil er männlich ist. Bullenmilch. Ja, du kannst ja gerne Bullenmilch trinken, wenn du möchtest, Koffi. Wir hatten früher einen Doktor, der hatte Bullenmilch immer. Ja, nein, das werde ich niemals. Hat er den Leuten gegeben zum Trinken. Ich habe aber zu dem gesagt, tut mir leid, ich weiß, was Bullenmilch ist. Das trinke ich nicht. Ja, gute Entscheidung. Ja. Aber den Leuten ging es tatsächlich immer gut, nachdem die Bullenmilch getrunken haben. Oh, will ich gar nicht wissen. Frieda, hör da bloß nicht hin. Trink niemals Bullenmilch. Hast du nicht mal das Bullenmilch geben können? Das dauert etwas länger, bis die Milch dann kommt. Oh Gott. Okay. Egal was passiert, wenn irgendwann irgendjemand zu dir ankommt und fragt, Bullenmilch haben, dann sag einfach nein. Nein, nicht trinken. Ja, warte. Hast du ein bisschen Heu für dein Pferd? Vielleicht hilft das. Heu für mein Pferd? Das kann sein, dass das hilft. Hier, guck mal, hast du Heu von Frieda. Frieda ignoriert das halt einfach. Also, beziehungsweise, sie kann damit halt nichts anfangen, so. Und jetzt? Bonito war fertig. Bella wusste. Ich trainiere kurz, wenn jemand kommt, sagt Bescheid. Warte, stopp, was ist das denn für ein schönes Pferd? Ein Norfolk, das ist Bella, das ist meine. Das ist ja auch, oh Gott, ist das schön. Du bist ja ein Prachtpferd. Mhm. Vor allem die Musterung gefällt mir sehr gut. Wie teuer ist das? Chester, wenn ich einfach, ich hol's mir ja nicht. Ich will ja nur gucken. Warte, ich muss überlegen. Ja, das ist eine besondere. Tschi! Farbe Gesundheit. Ist. Gesundheit. Entschuldigung. Gesundheit. Das ist eine sehr besondere Farbe. Ich habe das so noch nie gesehen. Ah, okay. Der kostet 600. Das ist ja nicht so viel. Ja. Oh. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich Chester nicht mehr habe. Ja. Ja. Aber Chester wird ja auch immer älter mit der Zeit. Nicht nur ich. Ah. Und nicht nur du vor allem. Ich weiß, Nachtschatten ist auch alt geworden und ist gestorben vor ein paar Tagen. Du reitest mir eindeutig. Nee, du reitest nicht, du wächst mir eindeutig so schnell. Ich versuche es ja aufzuhalten, aber es geht nicht. Oh, ich hätte dich auf die Schulter tragen können vorher. Jetzt würde ich mir den Rücken kaputt machen. Das soll nicht heißen, dass du zugenommen hast, nur dass du größer geworden bist. Und selbst das Pferd lacht. Ja. Gibt's doch nicht. Okay, ich gehe so kurz fertig. Ja, mach mal. Komm auf. Socken, ja. Hä? Da hat er sie wohl keinen Bock drüber zu springen gerade. Hatte sie aber so gar keinen Bock.
keiner gesehen. Wieder den Zaun kaputt gemacht. Ich wollte immer mal was ausprobieren. Noch irgendwo ein Baum, wo ich raufklettern kann. Ich kann nur auf der Ranch gucken, ob ich da einen richtigen finde. Und die Bäume hier sind alle so hoch. Ist auch schon wieder ganz. So schnell geht das bei uns. Ob da Treppen laufen kann. So, ich würde dich ein paar Mal in die Luft schießen, um zu gucken, ob dein Speer sich erschreckt. Ja, aber dann stehe ich auf die Treppen, warte. Nein, stehe nicht auf die Treppen, wenn ich das mache. Okay, versuch's. Ist schon gut. Okay. Gut. Ja, gut. Ja, gar nicht so viel Angst. Naja, der Pia hat noch weniger Angst. Ich hör das gar nicht. Oh. Ja? Ach. Du sag mal, hast du einen besseren Revolver als ich? Was nicht. Wurde mir geschenkt. Du hast einen besseren Revolver als ich, glaube ich. Deiner ist ein bisschen lauter als meiner. Hm. Und das heißt, dass er besser ist? Das heißt, dass ich gegen dich kein Schießduell machen möchte. Das mache ich sowieso nicht. Ach. Warum nicht? Boah. Wie das Pferd noch auf mich drauf drin. Warum sollten wir ein Schießduell machen? Na, hast du noch nie ein Schießduell gemacht? Ja. Ja, dann musst du mal das machen. Hier in Mexiko haben die so ein... Also nicht in Mexiko, aber in Amarillo, da gibt es so einen Schießplatz. Da kannst du auf Flaschen schießen und auf Dosen. Aber warum macht man das? Ja, um zu gucken, wie gut man schießen kann, ob man noch trifft. Und dann macht man das manchmal unter Zeit. Zum Beispiel... Wer so und so viele Flaschen in so und so vielen Minuten wegschießen kann, oder Sekunden irgendwie. Verstehe. Aha. Und der am schnellsten ist und alles trifft, der ist dann halt der beste Schütze. Da machen wir besser kein Schießen. Warum nicht? Weil ich verliere, ne? Ja. Das denke ich auch. Dann verliere ich ja noch mein Gesicht. Das ist besser. Wie trainiert ihr die Pferde? Also wir trainieren die prinzipiell, indem wir auf ihnen reiten bzw. sie führen würden. Aber jeder macht das ein bisschen anders und ich mache eben ganz viel KP drumherum. Oh. Also bei mir dauert so ein Training auch immer ein bisschen länger. Wie geht es, dass das Pferd wo noch geht? Musst du mal gucken, das ist einfach Steuerung. Warum sie denn? Wo kommen sie denn her? Na, von der Insel kommen wir jetzt.
Oh, ich war doch. Ihr wart auf der Insel? Oh, oh. Ja. Oh, oh. Warum? Oh, oh. Er hat mir versprochen, wenn er das nächste Mal hingeht, nimmt er mich mit. Ja, aber du warst heute nicht da. Ja, aber ihr wart dann voll früh auf der Insel. Nein, wir waren erst um 16:30 hier weg. Ja, um 16:30. Normalerweise war 19. Glockenschlag ausgemacht. Nein, das stimmt nicht. Gar nicht, war heute überhaupt nicht ausgemacht. Doch, du hast mir versprochen. Um 3. Glockenschlag waren wir hier verabredet, damit wir zur Insel können. Ihr wart auf der Insel. Mir hat niemand Bescheid gesagt, dass wir verabredet sind. Und Pa hat mir versprochen, wenn er das nächste Mal auf die Insel geht, nimmt er mich mit. Ich wusste gar nicht, dass wir verabredet sind. Ja, das wusste ich auch nicht. Aber Miss Cooper wusste es ja offensichtlich. Ja gut, ich wusste davon auch nichts. Von was Miss Cooper mit Pa öfter mal ausmacht. Ja, das wird nicht mal mir weitergetragen. Und mit der Insel, wir haben versucht, dich wach zu machen. Ja, aber es war voll früh. Warum geht ihr denn so früh und nicht erst um 19. Glockenschlag? Normalerweise steht ihr nie so früh auf. Weil wir doch zum 20. Verabredet sind zu Marie. Und Samstag ist das doch immer so eine Sache, weil wir freitags immer ein bisschen früher schlafen gehen. Ja, am Samstag schlafe ich normalerweise auch. Noch schlimmer, wenn ihr dann zur Insel geht. Gehen aber gerne noch mal hin, weil es war ohne dich sowieso doof. Und was? Warum sind wir verabredet bei Marie? Das wusste ich auch nicht. Er sagt ja niemand was. Ich komm mal hoch, bevor ich vom Blitz getroffen werde. Marie war ja gestern noch hier gewesen. Und hat uns dann wegen der ganzen Wilson-Geschichte, weil wir ihr da geholfen haben, sich auf die Ranch eingeladen. Und das sollten wir zum 8. bzw. 9. Glockenschlag dort sein. Hm. Deswegen wollte Pa jetzt dann vorher zur Insel fahren. Wo ist Pa? Da unten. Schnapp ihn dir, Tiger. Was, guck mal, weg da! Au! Ha! Es war. Nein, du kannst stehen bleiben! Ja. Mit Cooper mischen Sie sich jetzt nicht ein! Hm? Du hast mich geschubst! Ja, ich hab gesagt, gehen Sie weg! Au! Verdammt! Wieder! Es war der dritte Glockenschlag! Nein, du mich mitnimmst! Ich hab gedacht, du möchtest im Bett liegen bleiben. Du gehst lieber mit Miss Cooper zu den Dings anstatt mit mir. Nee, ich bin nicht mit Ma, nicht mit Miss Cooper. So lass das nicht das sehen. Das stimmt nicht. Das stimmt wohl, wenn Frieda das stimmt. Doch, das stimmt wohl. Du hast versprochen, wenn du das nächste Mal auf die Insel gehst, nimmst du mich mit. Ja. Und wer sagt das hier? Du weißt, dass ich samstags normalerweise immer lange schlafe. Und schon mal gar nicht stehe ich zum 3. Glockenschlag auf. Richtig, genau. Und ich habe gedacht, du schläfst den ganzen Samstag durch, weil du die Woche so müde warst. Ach so, und wenn ich dann schlafe, dann kriegt auch keiner mit, dass ich auf der Insel wart. Nein! Das macht's nicht besser! Oh, genau, Frieda. Ich hab ganz verflucht sein, so. Oh Gott. Alex, sag doch mal was. Ja, wo sie recht hat. Verflucht. Wie, warum fällst du mit Wolle in den Rücken? Ich wusste vom 3. Glockenschlag auch nichts. Wenn ihr zwei da jedes Mal euer Techtelmechtel da habt, Nein, ich war da raus. Das wurde gestern Abend besprochen. Nein, ich habe davon auch nichts gewusst. Genau. Das kann ich nichts dafür, wenn Ihr Mann nicht mit Ihnen beiden spricht. Ja, er hat Sie reden Zeit ja auch aus. Immer nur nein, hinter meinem Rücken mit meinem Mann allein. Ihr wart ja schon am Schlafen, und das Mr. Carlos wusste es, Mrs. Carlos wusste es. Ja.
Ja, toll. Ja, nur Ma und Pa und ich wussten es nicht. So, aber genau. 15 der Glockenschau war ja auch hinfällig, weil wir erst zum 5. hier losgekommen sind. Nee, nee, nee. So. Jetzt komm doch, verflucht doch mal, was ist denn los? Dann packt es das Sachen, wir fahren jetzt auf die gottverfluchte Insel. Ah, wir müssen ja zu Marie. Wow. Also, das ist definitiv so Mama und Tochter. Da bin ich raus. Ja, ja. Ja, danke, Miss Cooper. Miss Cooper hat schon die ganzen Tage immer dich versucht zu überreden, dass wir auf die Insel gehen. Ich hab's genau gehört. Und jetzt habt ihr was ausgemacht, wo ich nicht da war. Nur weil sie deine Tochter sein will. Wenn Frieda sauer ist, ist sie halt richtig sauer. Frieda. Was? Sei doch nicht sauer. Die Insel rennt uns doch nicht weg. Aber Miss Cooper war schon oft da und ich noch nie. Ich glaube auch nur einmal. Aber das tut ja nichts zur Sache. Das war nicht in Ordnung von mir. Es tut mir leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du übel auffassen wirst. Wir können da jederzeit wieder hin, wenn du möchtest. Ich habe mich gefreut, mit euch dahin zu fahren. Ja, und wir haben ja auch gewartet. Wir haben den ganzen. Ich konnte ja nicht anders. Sogar Mr. Dunny wollte jetzt mit mir hin, weil er gedacht hat, ihr seid dort. Und ich habe gesagt, ich gehe dann nicht ohne dich hin. Okay, jetzt machst du mir tatsächlich ein schlechtes Gewissen. Weißt du, du Kleiner. Ja. Wir werden da zusammen hin. Wenn du willst, morgen. Wenn wir morgen Zeit haben. Ich wollte ihn nicht wecken, weißt du. Du lagst da so tief am Schlafen und ja, mal sagst du, du bist müde von der Woche. Jetzt werde ich nie wieder schlafen. Das ist keine Lösung. Doch. Okay, dann sollten wir morgen auf die Insel, damit du morgen wieder schlafen kannst. Ja. Und Miss Cooper macht das nicht gerade einfach. Wenn sie mal sagt, sie will deine Tochter sein und dann machst du Dinge mit ihr, dann bin ich böse. Oh, Frieda, sowas steht doch überhaupt gar nicht zur Sprache. Das ist Miss Cooper damit nicht sicher? Ja, natürlich. Wie kommst du denn da drauf? Das war ein schlechter Scherz von ihr. Weißt du, sie sehnt sich vielleicht nach einer Familie und ja, aber sie redet immer nur mit dir. Ma, ist das auch aufgefallen? Ma sagt, sie redet hinter dem Rücken. Weiß nicht genau, was das heißt. Wer? Hinter wessen Rücken? Miss Cooper. Von ihr. Nein, niemals. Ich würde niemals hinter Mars Rücken reden. Ich erzähle dir alles, das weißt du. Und dir auch. Und das mit... Und verdammt, wie kommt ihr überhaupt da drauf? Also Miss Cooper, sie ist wahrscheinlich auf der Suche. Weißt du, ich glaube, sie hat in ihrer Kindheit nicht viel Liebe bekommen. Und sie sucht wahrscheinlich einfach... Gott verdammt, eine Vaterfigur, ich weiß es nicht. Eine Familie.
Aber ich habe gesagt, dass das bei uns, sie ist bei uns willkommen. Sie gehört quasi zu der Ranch-Familie, aber niemals zu unserer Familie. Und das weiß sie. Das ist ihr durchaus bewusst. Herr Stone sucht auch ganz viel Liebe. Den würdest du auch nicht mitnehmen auf die Insel. frag mal Ma. Ich glaube, Ma würde ihn gerne mit auf die Insel nehmen. Ja, aber nur zum Erschießen. Nein, ich hatte mit Sheriff Stone heute Morgen ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Hinter Paars Glocken wohlgemerkt, Frieda. Ja. Mhm. Hinter welchen Glocken? Hinter Paars Rücken. Nicht hinter Paars Glocken. Wäre komisch. Hast du Glocken? Nein, das ist jetzt auch nicht, das ist auch nicht das Thema. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Es geht um hinterm Rücken. Ich habe geschlafen. Ja. Ma hat mich auch nicht geweckt. Du hast auch geschlafen und ich hätte dich auch wecken sollen. Aber Ma hat dir nicht versprochen, dass ihr zusammen mit Sheriff Stone redet und dass sie dich auf jeden Fall mitnimmt. Gestern und Sheriff Stone sagt auch nicht ständig zu Ma, sagt auch nicht ständig zu Mama. Die anderen sagen ja auch manchmal Ma und Pa zu euch, wenn sie mit mir reden oder wenn sie über euch reden. Aber ich will ja auch gar nicht böse sein auf Miss Cooper, aber das war zu viel. Ja, hast du recht. Aber das ist nicht ihre Schuld, das ist meine Schuld. Ich hätte dich wecken sollen, Kleiner. Es tut mir leid. Ja. Aber du kriegst mein Versprechen. Sobald du möchtest, sobald du die Zeit hast, dann nehme ich mir sofort die Zeit und fahren wir auf die Insel. Ja, was haben wir? Du möchtest, dass Mama mitkommt? Ja. Was haben wir mit? Dann nehmen wir Mama mit. Ja. Was habt ihr mit Sheriff Stone geredet? Ich gar nichts. Ich habe geschlafen. Ich habe ihm natürlich gesagt, dass es, dass wir ganz großen Respekt vor seiner Arbeit haben, dass keiner von uns seine Arbeit machen wollen würde und dass es halt nun mal einfach seine Stadt ist. Und daraufhin hat er mir halt dann auch einfach gesagt, ja, wenn wir hier auf der Ranch sagen, es kommt hier keiner mit Schuhen drauf, und dann hat das derjenige auch zu respektieren. Und genauso ist es halt auch mit seiner Stadt. Und dann haben wir uns auf jeden Fall noch kurz über Gott unterhalten. Es war ein ziemlich interessantes Gespräch, muss ich wirklich sagen. Also es hat eine Seite gezeigt bei Sheriff Stone, die ich so noch nicht wahrgenommen habe, ja. Also nimm es mir nicht übel, aber sich mit einem gottverdammt gottlosen Menschen über Gott zu unterhalten. Oh, kann man sich auch mit einer Ziege drüber unterhalten. Naja, ihr dürft eine Sache bei Sheriff Stone nicht vergessen, und das sage ich andersrum zu ihm auch. Ohne Sheriff Stone wäre ich wahrscheinlich niemals zu euch gekommen. Und Sheriff Stone war immer daran gelegen, dass aus mir ein gutes Mädchen wird und dass ich irgendwann mal gute Sachen mache. Und er hat immer dafür gesorgt, dass ich genügend Essen in der Tasche hatte. Und er hat mir immer Arbeit gegeben und hat immer nach mir geguckt. Und ich sag zu Sheriff Stone, dass ohne euch wäre ich nicht so, wie ich heute bin. Denn wenn alle anderen Kinder Ärger machen, er hat noch nie Ärger über mich gehört. So. Ja, und ich habe auch zu Sheriff Stone gesagt, dass wir das natürlich unseren Mitarbeitern sagen. Aber letzten Endes sind wir nicht dafür verantwortlich, wie die sich teilweise benehmen. Es kann auch mal passieren, dass Leute halt einfach sagen, sie wären von unserer Ranch und sind es vielleicht auch gar nicht. Ja. Jetzt seid ihr Freunde oder zumindest hasst ihr euch nicht mehr so? Ja, richtig. Das ist aber gut. Guck mal. Sheriff Stone verlangt von uns, dass wir unsere Leute im Zaum halten. Aber warum hat er seine Leute nicht im Zaum? Die irgendwelche Leute verprügeln, die Pferde erschießen, ist das Gleiche. Deswegen, Gott verdammt, jeder sollte sein Ding machen, aber ich verstehe, was Ma sagen möchte. Ja. Letzten Endes ist es so, er hat keinen leichten Job, da. Ich möchte, wie gesagt, für kein Geld der Welt möchte ich seinen Job machen. Und das dann vielleicht hin und wieder mal mit ihm durchgeht, ja, dann ist das halt so. Aber wenn er mit dem Finger schnippst, dann hängen wir alle schneller am Galgen, als uns lieb ist, und wir können nichts gegen machen. Aber ich habe ihm ja nie was Böses gewollt und ich habe mir auch nie was Böses getan. Wo er mal gefesselt durch Valentine geschleppt hat. Ja, was soll ich denn da machen? Soll ich sagen, Sheriff Stone, Sie machen guten Job, Sir. Nein, das sage ich ihm, dass ein gottverdammter Uhrenbock ist. Ja, das wäre witzig. Nein, wäre es nicht. Dann wären wir jetzt mit Sicherheit nicht hier. Zumindest nicht mal und ich. Okay. Dann lass uns jetzt zu Marien. Denn sonst. Nein, wir müssen noch ein dringendes Ding klären. Was? Ma. Darling.
Darling, guck mal an die Füße unseres Kindes. Ich weiß, die sind so dreckig. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die sauber kriegen soll. Weil sie da keine Schuhe drüber kriegt, Gott verflucht. Also mal, ich hab einen wieder aus. Hab einen Deal. Ein Pakt oder so. Ich zieh die Socken an und ich laufe so lange und Percy hilft mir, macht mir unten ein Loch rein. Dann kann ich wie barfuß laufen, aber trock oben drüber die Socken. Das heißt, ich trage deine Socken, weil ich will, dass du dich freust, wenn ich deine Socken trage. Und ich weiß, dass du dir viel Arbeit gemacht hast. Aber trotzdem fühlt es sich so an, als würde ich barfuß laufen. Also haben beide gewonnen. Das ist gut. Solange er dir nicht noch Hufe schmiedet für deine Füße, bin ich glücklich. Ich habe schon überlegt, ob das geht. Aber wie willst du die denn festmachen an den Füßen? Ja. Du kannst dir die ja in die Socken schieben. Oh. Hufe? Hufeisen. Ja. Wie darf ich laufen, wenn sie Hufeisen in den Socken hat? Ja, das ist dann wie, als setzt sie Schuhe an. Nur, dass es eben nicht ganz so bequem ist wahrscheinlich. Aber hast du mal gesehen, wie das dampft und wie heiß das ist? Der macht die Hufeisen ins Feuer, dann glühen die, wenn die auf die Füße von den Pferden kommen. Aber die merken nichts davon. Aber ich glaube, ich würde was merken. Dann sollten wir vielleicht doch auf Schuhe zurückgreifen. Na, endlich. Nein, nein! Nein, nein, nein. Nein. Gut, dann müssen wir uns im Willen unseres Kindes beugen. Gottverdammt, soll sie halt barfuß laufen. Dann ist es so. Ja, oder unten barfuß und oben. Dann hast du wenigstens warme Füße. Ja, unten genau. Barfuß und oben die Socken drüber. Ja, dann ich kann ja auch Socken, die Socken an die Hände ziehen. Aber dann kann ich nicht mehr so gut greifen. Richtig. Gut. Also, aber Dani, wie wir gestern schon erwähnt, wir möchten dich natürlich auch nicht. Wir lieben dich. Wir lieben dich dafür, dass du uns Socken streckst. Ich habe schon gesehen, dass deine Socken fast fertig sind und du musst sie auch anziehen. Da nix für. Mhm. Gut, das ist dann wohl die gerechte Strafe für heute. Danke, Frieda. Ja, es läuft wieder. Hallo, Linja. Ja, danke, Kamikaze, fürs Beschreiben. I'm sorry. War jetzt gerade. Danke, Hector, wir sind beide krank. Wir machen beide Kuschi. Frieda, Mama hat gesagt, du sollst deine Kutsche rausschauen mit den Sitzbänken. Warum, Lillema? Hallo, Frieda. Ich kann doch nicht von den Männern sagen, du willst mit mir. Frieda, Mama und Papa haben gerade Kuschi gemacht. Au. Ich hab gar nicht gewusst, dass das gesagt, im Alter noch geht. Ja, warum sollte das im Alter nicht mehr gehen? Naja, da geht noch so einiges, kleiner Mann. Oma und Opa sagen, wenn man so Kuschi geben kann, wir nicht mehr. Das ist mir zu heiß für. Warum? Weil die Lippen so eng oder warum soll man das nicht mehr gehen? Ja, zu trocken. Nein, Oma sagt immer. Oma sagt immer. Hier umgehen, aber wir sollten vielleicht aufbrechen. Ja, unbedingt. Ja. Das wird schon wieder unangenehm. Wir sollten los. Ach, nee, da hat immer gesagt, dass du immer den Opa hast. Ist da Carlos? Ist Carlos? Okay. Hopp. Frieda. Ja, hallo. Ich hab noch was für dich. No. Was, Mr. Bishop? Was denn? Mr. Bishop. Bitte schön. Lass es dir schmecken. Danke. Wo ist Mr. Bishop? Oh. Wir haben Frieda, jetzt eigentlich die hast du wieder bessere Laune? Ja, mal kurz gucken. Und hey, ja, genau. Dann beruhigen Sie sich. Gib's ihm da, Ja, warum? Wow.
Ich frag nur, hallo, wie geht's dir? Aber bei mir passen mehr Leute auf der Kutsche drauf. Gibt's das nicht auf Frau verflucht? Du hast vorhin umgebrüllt. Nur weil ich sie nicht schlagen wollte. Ja. Oh mein Gott. Ganz normal draufspringen erstmal. Aber es fehlt noch einer. Ja, und Miss Cooper fehlt auch noch. Also, Herr Bennett, sagen Sie mal, was kostet die Überfahrt zu dieser Insel? Ist hier noch Platz frei? Ja. Nein, kurz zur Seite dranhängen. Wo ist denn Miss Cooper hingeritten? Lass sie dir hängen, ja. An unsere Seite. Einfach anspringen. Miss Cooper ist weggeritten. Vielleicht ist die schlafen gegangen. Nein, die ist Richtung da runtergeritten. Moment, es fehlt noch Mr. Bishop. Das ist bestimmt kurz in das Haus. Hast du meinen Hund mitgenommen? Sag mir bitte, dass du meinen Hund mitgenommen hast. Hab ich deinen Hund mit? Ja. Setz ihn mir einfach auf den Kopf. Danke. Hat jemand die Brieftaube von Mr. Huber? Was denn? Ja. Schicken Sie ja schnell eine. Noch sind wir hier am Daumenschlag. Ja, das stimmt. Weißt du, dass du wissen, was das wieder runterkommt? Jetzt sind gut, Sir. Was ist denn los heute? Mr. Mrs. Bennett, ich muss dir noch was beichten. Oh Gott. Ihr habt's auch gesehen. Ja, ich hab's auch gesehen. Mr. Percy, Mrs. Banks und meine Wenigkeit waren gerade eben mit den Ziegen draußen. Nun sind die Ziegen ja recht klein, sag ich jetzt mal so. Und jetzt haben wir nur noch 4. Was? Mrs. Banks hat leider anstatt den Wolf eine Ziege erschossen. Wow! Ja, das passiert. Das sollte aber nicht passieren. Entschuldigen Sie, ich habe leider ein Kind erschossen. Passiert. Ich wollte ganz an die Wölfe tottreten, damit ich kein Tier erschieße. Das war ja keine Absicht. Sie war auch echt am Weinen danach. Und ich meine, man kommt schon, man kann schon eine Ziege mit Wolf verwechseln. Kann auch Mr. Bennett mit dem Wolf verwechseln. Ja, oder nee, Tom also eine Kuh ist ja wohl viel größer als ein Wolf, Frieda. Das ja, niemand würde eine Kuh mit einem Wolf verwechseln und die erschießen. Nein, niemals. Miss Bennett schafft das. Ja, Miss Bennett wird das bestimmt schaffen. Die hat ja auch mich schon mal verwechselt mit dem Wolf. Oha. Ja. Wir haben bei uns. Wie reden Sie eigentlich hier über meine Frau? Was ist denn los mit Ihnen? Seien Sie davor, dass wir Ihrer Frau nicht widersprechen. Sie ist mit Sicherheit nicht die beste Schützin, aber sie wird wohl auch ein Wolf von der Kuh unterscheiden können, Gentlemen. Richtig. Naja, die kennt ja auch nicht den Unterschied zwischen mir und dem Wolf. Immer noch, ich wollte dir das Leben einfach oder den Tod erleichtern. Ja, genau. Meine Mama hat den Tod erleichtern? Auf jeden Fall tat sie echt leid und ich glaube, sie sollten ihr das nicht übel nehmen. Sie hat echt, ihr geht's echt schlecht. Wir können los. Mr. Bischof wieder immer noch. Ja, aber entweder wird hier Tom von einem Wolf zerrissen oder ich erschieße ihn. Ich hatte die Wahl. Also warten wir jetzt auf Mr. Bishop oder wollen wir los? Es wird nass. Lass uns losreiten. Ja, und ja. Denk mal, Mr. Bishop wird schon nachkommen. Ich werde ihm eine Nachricht hinterlassen. Gleich läuft der Kutsche her. Nein, warte. Das ist eh kein Platz mehr. Wäre lustig. Ja, wäre lustig tatsächlich. Also sind die zu zweit hier schon vorgeritten, oder? Mr. Bishop und Miss Cooper. Miss Banks und Mr. Percy sind die auch schon losgeritten? Ich hab Mr. Banks noch nicht gesehen heute. Also ich hab Miss Banks schon ein paar Tage nicht gesehen. Doch, die war heute hier. Okay. War etwas bedrückt, aber sie wollte hier bleiben. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt schon so losgeritten ist. Warum war sie bedrückt? Ja. Ich weiß es nicht. Wenn dein Papa Geburtstag hat, solltest du ihm definitiv einen Notizblock schenken und dann die Namen von den Mitarbeitern eintragen. Das hilft nichts, er kann nicht lesen. Aber er vergisst trotzdem immer welche. Ja, das hilft aber trotzdem nichts, selbst wenn er was geschrieben hätte. Ja, oder wir ihm die alle malen, dann vergisst er es trotzdem. Dann vergisst er, dass er irgendwo ein Buch hat. Habe ich keine Ahnung. Ich schon. Deswegen hat er ja Namen. Miss Bennett. Genau. Dazu vergessen wir immer jemanden. Frieda,
Am besten zum Geburtstag von deinem Vater irgendwo ein Loch graben. Und sie reinlegen, Mr. Dundee? Und ich tanze noch drauf. Nein, um einen Baum zur Erinnerung quasi einzupflanzen. Achso, Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch verstanden. Und dann, Achso, okay. dann haben wir aber bald nur noch Wald hier. Wir gehen sowieso demnächst zum Schamanen und lassen Mr. Bennett mal gründlich durchchecken. Na klar, gehen wir zum Schamanen, warte natürlich. Heute war doch eh eine Ärztin da. Achso, Darling, du sollst der Ärztin nochmal einen Brief schreiben mit deiner Postadresse, wenn sie dir antworten soll. Aha. Ja. War Nathaniel auch mit auf der Insel? Kann ich hier mal kurz abspringen? Ich war. Oh, schwierig, ich war nur dabei, weil ich sonst alleine gestanden hätte. Ich wenn ich jetzt hier runterspringe. Ich wusste auch von nichts. Also wenn ich den Frieda. Ganzen Tag schlafe, dann mache ich lieber an. Wir werden verloren. Nein! So ist Willen. Das. Ich will kurz anhalten, ne? Wir haben ihn verloren. Dein Paar ist aus der Kutsche gesprungen. Die hat Angst vor dir. Der hat gerade deine Ader auf der Stirn gesehen. Der ist gerade einfach runtergesprungen. Also vor einer Verteidigung. Ich hatte einfach heute Langeweile. Und wollte Tom besuchen und dich. Ja, das ist auch kein Problem. Du bist nicht schuld, Nathaniel. Okay. In dem Fall ist nur und ausschließlich mein Paar schuld. Ja, genau. Ich kenne das von meinem Opa, der hat auch in allem schuld. Und in dessen Alter ist das nicht so. Schuld. Ja, deswegen küsst man sich mit dem Alter auch nicht. Man küsst sich gar nicht. Frag mal Mr. und Mrs. Carlos, weil die nämlich krank sind, weil sie sich küssen. Guck mal, wenn... Zeigt ja auch, dass man sich liebt. Mr. und Mrs. Carlos sind einfach schon so lange zusammen, die lieben sich nicht mehr. Die haben sich eben geküsst. Bitte? Was ist denn das für eine